den großen Attraktionen im Augsburger Zoo gehören die Menschenaffen. Dieser seltene Vertreter ist mehr Mensch als Affe, deshalb weiß er wohl auch nicht so recht, wo er hingehört. Die angestammten Bewohner sind allerdings nur bedingt neugierig auf den etwas tapsigen Artverwandten. Da bleibt er doch lieber für sich. Die Zoobesucher indessen zeigen sich von dem Neuzugang gebannt, um nicht zu sagen hypnotisiert. Blöder Aff. Auch sein Sprungvermögen reißt zu Begeisterungsstürmen hin. Bleibt nur noch eine Frage offen. Wie gucken sie aus? Ist das ein echter? Nicht. Glaube ich nicht. Du glaubst auch nicht. Das ist eine Maske. Ach nee. Verstehen Sie Spaß? Das ist ja witzig. Das ist neu in Ihrem Radio, Antenne Südbaden, Super Oldies und das Beste von heute. Wir brauchen Sie, ganz genau Sie, fürs Fernsehen. Sie können ins Fernsehen kommen mit Antenne Südbaden und zwar zur beliebten ARD-Sendung Verstehen Sie Spaß. Die sind hier am 17. Mai direkt bei uns in Freiburg und suchen noch Lockvögel. Natürlich über Antenne Südbaden und das Ganze einfach nur anrufen. Natürlich wollen viele Lockvogel werden. Jetzt müssen Sie nur noch wissen, was Sie zu tun haben. Nämlich gar nichts. Mein Name ist Max Reinhardt, ich bin der Regisseur. Mhm. Ja. Als erstes legen wir mal die Wegzeit fest. Mein Zug geht um 15:45 Uhr. Schreiben Sie es bitte mal. Ich schreibe es. Ja. Sie legen sich jetzt auf die Bank mit dem Blick nach oben und tun so, als wenn Sie schlafen. Das wollte ich gerade. Und nichts, was um Sie herum passiert, interessiert Sie. Weil wir sind sehr interessiert an der Reaktion der Passanten. Mhm. Das ist das Wichtigste. Augen zu, schlafen. Augen zu, schlafen. Eine machbare Aufgabe, auch für unerfahrene Lockvögel. Und für die Menschen im Bahnhof eine Gelegenheit, die verschiedensten Weckmittel auszutesten. Hallo. Hallo. Hey. Aber was bei der Ehefrau geht, muss bei einem wildfremden Mann noch lange nicht funktionieren. Dabei gibt es doch so unendlich viele Möglichkeiten, jemanden wach zu kriegen. Hallo. Oder auch nicht. Hallo. 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 Wie machst du mal hier? Ja, ich schaffe nicht. Hallo. Alter. Viertel vor fünf, so ist da. Der Fußballfan hat alles dabei, was ein Weckdienst braucht. Eine dezente Lärmquelle. Alter. Und ein Lebenselixier. Ich ein. Hallo. Was der Regisseur den Lockvögeln verschwiegen hat, sie spielen eigentlich die Opfer. Wir lassen mal riechen. Aber sie legen auch jetzt noch eine vorbildliche Arbeitseinstellung an den Tag. Ja.
habe doch gesagt, Sie sollen auf gar nichts reagieren. Ach so. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Oh Mann. Normalerweise prüft der TÜV uns. Wie sicher sind unsere Autos? Heute prüfen wir den TÜV. Wie sicher sind seine Mitarbeiter im Umgang mit neuartiger Fahrzeugtechnik? So, und zwar geht es um dieses Fahrzeug. Ja. Sie sehen, das ist jetzt mal kein breiter Reifen oder kein lauter Auspuff. Nee. Es geht eigentlich um dieses kleine Ding. Um ein Mikrofon. Weil ich nämlich eine Sprachsteuerung eingebaut habe. Und das hat mich jetzt fast 2 Jahre Arbeit gekostet. Was steuern Sie denn damit? Ich kann quasi alle Funktionen steuern. Ich kann hupen, dann kann ich vorwärts fahren, rückwärts fahren, ich kann lenken, links, rechts, bremsen, starten, Motor abstellen. Und da hätte ich jetzt gern Ihren Segen dazu. Den gibt's nur nach Fahrprobe. Ja, dann zeigen Sie mir erstmal, was Sie gemacht haben. Ja, okay. Also. So, Motor an. Vorwärts. Das dauert immer ein bisschen wegen diesen Servomotoren. Gerade, gerade, gerade. Stopp. Ich brech zusammen, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Rückwärts. Stopp. Gerade. Ich brech zusammen. Stopp. Hupen. Und das ist ganz einfach. Es geht wie beim Handy. Das heißt, ich jetzt, faul ab. Das kann doch nicht jetzt. Jetzt ist so. Jetzt können wir ganz normal Motor aus. Sie können es auch probieren. Wenn Sie einfach nur Ihren Namen reinsprechen. Vorname oder Nachname? Einfach nur, damit er Ihre Stimme erkennt. Björn. Jetzt probieren Sie mal mit Motor starten. Ja. Motor starten. Na super. Ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja, das ist super. Und wenn ich jetzt sage vorwärts und nee, parken, ist ja klar. Oh, ja, vorwärts hat er schon, hat er schon mitbekommen. Stopp. Auf mich reagiert er jetzt nicht mehr. Nee, und auf Sie auch nicht. Nur auf den, der die Sprachsteuerung. Links. Mal so mal umdenken. Gerade. Stopp. Da muss ja auch ein Sensor drin haben. Motor aus. Oder? Genau, ein Kontaktsensor. Motor aus. Stopp. Stopp. Moment! Stopp! Sagen Sie einfach Stopp! Sagen Stopp. Sie einfach Stopp! Ja, meine Stimme ist nicht mehr drin. Hier, Stopp! 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 Gehen Sie vielleicht ein bisschen näher hin. Das System ist hochsensibel. Wenn man den falschen Ton anschlägt, fängt es an zu bocken. Super! Stopp! Stopp! Vielleicht ist es der LKW. Ja. Stopp! Können Sie das nicht anhalten? Einfach Stopp sagen. Stopp. Schön Stopp sagen. Stopp. 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 Mach mal Hand dran. Stopp. So viel Bewegung sind die TÜV-Mitarbeiter gar nicht gewohnt. Stopp. Wir können nicht machen. Stopp. So schnell. Spring rein. Stopp. Sie werden regelrecht hyperaktiv. Das Schöne daran ist, dass die ganze Technik auf diese Größe nur, also ich kann in jedes Auto kann ich das einbauen. Ich kann Ihnen das mal kurz zeigen. Ja. Das ist aber nur ein bisschen unzuverlässig ist, wenn er einen gewissen Stillstand hat, dann springt automatisch an. Nicht? Irgendwo ist eine Zeitverzögerung. Ja. Das müsste irgendwo noch rausgenommen werden. Ja. Es ist nur so 40 auf 50, ist das groß, dieses Teil. Mhm. Ist alles hier drin versteckt, hier, dann in diesem Teil. Aha. Können Sie es lesen? Ja. Verstehen Sie Spaß, Frank Elzen, alles klar. Und hier wollen wir die Fernsehkamera, ne? Herzlich willkommen. Oder? Komm mal her! Verstehen Sie Spaß, der ganze Scheiße hier! Am Rheinufer in Düsseldorf residiert die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Hier werden große nationale und internationale Filmproduktionen mitfinanziert. Hier werden Leinwandträume wahr. Und so manche Schauspielerin träumt davon, in einem dieser Filme mitzuspielen. Das machen wir uns zunutze. Für einen Film, der nie gedreht werden wird, haben wir eine Rolle zu vergeben, die nie besetzt werden wird. Unsere Wunschbesetzung? Tina Ruland. Deshalb lernt sie heute im Beisein von Michael Schmidt-Osbach, dem Leiter
Mitarbeiter der Filmstiftung den angeblichen Produzenten des angeblichen Filmprojekts kennen. Außerdem hat Tina ihren Neffen dabei. Der ist angeblich ein ganz lieber Junge. Hallo, den kenne ich ja überhaupt nicht. Das ist Florian. Florian, grüß dich. Von dir haben wir schon gesprochen. Tag. Komm, hier. Bitte, hier. Und Florian da, ja? In die Mitte. Gut. So, hör mal. Also, willkommen. Danke. Ja. Schön, dass Sie hier sind. Also, zum Wohl. Ja. Ja, Frau Roland, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Forster. Ich bin einer der ganz großen Produzenten in Hollywood. Und ich bin hier auf der Suche nach einer weiblichen Hauptrolle für einen unserer nächsten richtig großen Kinofilme. Ihr seid nicht unter Handlungszwang. Wenn hier nichts bei rauskommt, ist auch nicht schlimm. Aber wenn was bei rauskommt, wäre es schön. Wohl. Florian dokumentiert frühes Filminteresse. Ist das eine Digitalkamera? Nee, das ist eine Spiegelreflexkamera. Komm mal her, dann zeige ich sie dir. Aber du kannst ruhig mal fotografieren. Aber Vorsicht, du musst aufpassen, die ist A zum einen sehr, sehr schwer. Das geht nicht. Das geht. Oh. 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 Ah, ja, ja. Oh. Sollte ich sie besetzen, ziehe ich Ihnen das von Ihrer ersten Gage ab. Florian, jetzt guck nicht so wie 7 Tage Regenwetter. Komm rüber, wir stoßen an und die Sache ist vergessen. Ja. Es ist wirklich halb so wild. Ja. Wirklich halb so wild. Also zum Wohl. Oh, oh Scheiße. Jetzt, was machst du denn? Ist da irgendwie ein schlechtes Feld? Aber es war ein schöner Aber Sie nehmen es mit Humor noch, ja? Ja. Weil sonst höre ich auf zu lachen. Tut mir leid. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ist das Ihr Anzug oder ist das ein Kostüm von das? Der Junge ist nicht auf den Kopf gefallen. Das ist schon mein eigener, aber das regle ich dann auch mit der Versicherung von deiner Tante. So, zum Wohl. Also ihr Lieben, ich eröffne damit jetzt, damit das nicht so blöd hier wird, ich eröffne das Buffet und ja, geben Sie nochmal. Notfalls hat die Filmstiftung auch noch eine Versicherung. Also, oh, das geht ja gar nicht. Könnten Sie mir vielleicht nicht mal ein paar Pommes mit Ketchup bestellen? Nein, um Gottes Willen. Nein, wirklich nicht. Ach, um Gottes Willen. Ja. Passt dir das Buffet nicht, oder? Ich denke, es ist bitte eine Suppe, die ist heiß, die ist sehr lecker. Das kannst du essen. Und ich weiß, dass du Kartoffelsuppe magst. Was? Die Kartoffelsuppe, die stinkt ja wie ein alter Fischlappen. Jetzt sagen Sie doch mal wirklich, Herr Schmidt-Osbach, beim Buffet haben Sie doch wirklich gespart. Also, Frau Roland, kommen wir uns endlich zu der Filmrolle. Es handelt sich um die Geschichte einer Frau aus Castrop-Rauxel, alleinerziehende Mutter. Sie gewinnt ein Preisausschreiben, eine Luxusreise in die Karibik. Sie fährt dorthin, hat eine unglaublich heiße Liebesnacht mit einem amerikanischen Geschäftsmann. Sie reist nach Deutschland, denkt, sie kann das Ganze vergessen, aber merkt, sie ist unendlich verliebt. Sie frisst sich aus Frust 20 Kilo an, aber ihr Sohn nimmt die Geschicke in die Hand und wie in jedem Hollywood-Film, es wird auch hier ein Happy End geben. Und Sie können sich nicht vorstellen, wer die männliche Hauptrolle spielt. Kein geringerer als Bruce Willis. Definitiv. Echt? Ja. Okay. Der Schnitt-Osbach hat ihn ja sogar getroffen. Waren Sie nicht? Ja, das ist der, wenn er den wirklich kriegt. Also. Ja, Frau Roland, ich frage Sie jetzt ganz direkt. Können Sie sich vorstellen, für diese Rolle 20 Kilo zuzunehmen? Die Sache hat also doch einen kleinen Haken. Und noch einen ganz, ganz kleinen. Frau Roland, Sie hätten am Ende des Filmes eine Nacktszene mit Bruce Willis. Können Sie sich das vorstellen? Ja, also müssen Sie sein. Ja oder nein? Legen Sie mich jetzt nicht fest? Mensch, jetzt zick doch nicht rum. Ich hab dich doch auch schon mal nackt gesehen. Florian, aber auch du müsstest für deine Rolle zunehmen. Hey, cool. Dann gehe ich jetzt direkt zum Nachtischbuffet und esse mich richtig voll. Genau. Mach das mal so. Der Feinmotoriker schlägt wieder zu. Nein. Zum Glück stand ich nicht da. Florian, du kannst jetzt sagen, du brauchst jetzt unheimlich gute Gage, damit du das auch alles bezahlen kannst. Meine Tante weiß noch gar nicht, ob sie die Rolle annimmt. Kommt drauf an, wie viel Geld sie bekommt. Also wenn, möchte ich auch so viel Geld wie sie bekommen. Also ich bin ja auch ein Star. Aber ich glaube, ich verhandle über meine Gagen ganz gut alleine, beziehungsweise jemand anders. Und wir wollen auch gar nicht über Geld reden. Komm mal mit. Jetzt möchte ich mich auch mal amüsieren. Ich habe ihm schon mal, wir haben fürs Casting schon die Kostüme. Ja. Ja.
Also die haben noch eins, also zieh das doch auch an. Ich mache das gerne für den ganzen Trubel, den wir hier veranstaltet haben. Okay. Zieh ich das gerne mal an. Ja, ich bin noch mal mit. Gespannt. Außerdem weiß ich ja, wie ich mit 20 Kilo mehr aussehe. Das Problem ist, der hat so viel nachgeschenkt, dass ich jetzt wirklich betrunken bin. Ja, große Klasse. So, jetzt mal kurz hier schauen. Dankeschön. Wie gefällt euch? Sexy. Super. Ja. Wunderbar. Das ist jetzt die nächste Enttäuschung. Ich bin nicht Bruce Willis. Tina, verstehen Sie Spaß? Darf ich Sie herzlich einladen, mit mir am Samstagabend einen wunderbaren Abend zu verbringen? Scheiße. Und sind das nicht alles wunderbare Komplizen hier? Eigentlich ist Karl Dahl ja nicht so leicht zu verblüffen. Ich freue mich, dass ich diesen kleinen Spaß mitgemacht habe. Ich freue mich auch, dass Sie noch bleiben, denn wir haben jetzt noch einen Gast, der gar nicht auf dem Plakat stand. Es ist ein Mann. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur, dass er Weltmeister ist in drei Dingen und im Guinness-Buch der Rekorde verankert ist. Dreimal im Guinness-Buch der Rekorde. Wolfgang Vogel aus Friedrichshafen. Wolfgang, sind Sie das? Ich darf schon mal sagen, ach, Sie sind das. Aber in diesem Verstehen Sie Spaß-Klassiker wird er doch auf dem falschen Fuß erwischt von unserem Überraschungsgast. Sie müssen jetzt erstmal dem Zuschauer sagen, dass wir uns vorher noch nie im Leben gesehen haben. Sagen Sie das mal. Ja, ich habe Sie noch nie gesehen, Herr Dahl. Sie sind auch wirklich Wolfgang Vogel, denn ich habe Sie noch nicht gesehen. Ich kann Sie nicht sehen. Ich konnte Sie bislang nicht sehen. Haben Sie sich meinetwegen extra den Bart stehen lassen, so wie ich? Den habe ich schon ein paar Tage. Ja. Oder haben Sie einen guten Maskenbildner, so wie ich? Ja. Herr Vogel, Sie sind im Guinness-Buch der Rekorde aufgeführt als Weltmeister im Dauerplaudern. 3 Tage und 16 Stunden... haben Sie geplaudert? 88 Stunden. Sind über 3 Tage, nicht? Drei Tage und 16 Stunden. Ich schätze so 88 Stunden, ja? Die beiden verstehen sich nach so kurzer Zeit wirklich schon blind. Dann sind Sie zweitens auch noch Weltmeister im Witz erzählen. Sie haben 4000 Witze im Kopf. Ja? Ach so. Dann sind Sie Weltmeister im Kuchenjonglieren nach Art der chinesischen Tellerjongleure. Da kann ich mir nun überhaupt nichts drunter vorstellen. Sie haben, das ist authentisch, dass Sie über 26 Stunden Kuchen jongliert haben. Balanciert müsste man eigentlich richtig sagen. Und dann sind Sie auch irgendwann, ist der Kuchen, woran hat es gelegen? Ist der Kuchen kaputt gegangen? Nein, aber mir sind dann die Arme eingeschlafen nach so langer Zeit. Die Arme eingeschlafen? Ja. Wie beneidenswert, wenn ich vorm Fernseher sitze, schlafen mir immer die Füße an. Was meinen Sie, wie ich die beneide? Ja? Ich habe schon mal 26 Stunden vorm Fernseher gelegen und mir mehrmals eingeschlafen. Vielleicht aber, ist das auch rekordverdächtig. Ja, vielleicht kommt ja auch noch das Buch rein. Aber dieses... Weil Sie haben ja früher Fassadenklettern gemacht, Herr Dahl. Das ist Armin Dahl. Und wer sind Sie? Merkwürdig, dass Karl Dahl sich so über die Verwechslung wundert. Bei dem Dutzendgesicht... Wurde mir eigentlich gesagt, dass ich schon Herr Dahl mich befreit. Ich dachte, Sie ist... Dahl, ich heiße Dahl mit Doppel-L. Ja. Armin Dahl, das ist ein Fassadenkletterer. Ja, eben. So was Ähnliches wie ich. Also mein,
Ja. Akrobat. Also Sie haben mich für den gehalten. Dann können Sie auch auf den sauer sein, wenn ich jetzt die nächste Frage stelle. Ja? Was hat man davon, wenn man 26 Stunden so einen Kuchen rumwirbelt? Sehen Sie, ich hatte schon zwei Weltrekorde und wollte eigentlich einen Hattrick machen. Ich wollte Was den ist das? Drei hintereinander. Ach so, das wäre eine Art Rasierwasser. Drei Weltrekorde hintereinander ist ein Hattrick. Das ist doch hier. Dann mit dem Dauerplaudern. Das ist mal sehr interessant, weil mich das auch persönlich interessiert. Sie sind im Moment sehr wortkarg, vielleicht immer dann, wenn ich spreche, sind Sie so höflich und halten den Mund. Ja? Dauerplaudern heißt, dass Sie immer wieder neue Geschichten erzählen, über 3 Tage und 16 Stunden. So ist es, ja. Ich glaube, es sind wie viel? 88 Stunden. 88 Stunden, ja. Ja? Ich meine, das würde ich mal ganz gerne, dass wir das vielleicht nicht 88 Stunden, vielleicht 3 Minuten. Dann können Sie auch noch ein paar von Ihren 4000 Witzen loswerden. Und wenn Sie dabei noch den Eierkuchen hier jonglieren, alles auf einmal, das wäre riesig. Ja, ich habe Ihnen Kuchen mitgebracht, ja? Dann kann ich Ihnen. Ja, das ist nett von Ihnen. Den Gastgeber beschleicht plötzlich die unbegründete Angst, das Niveau seiner Show könnte leiden. Das ist aber das artet aber nicht zur Klamotte aus. Nicht? Nein, nein. Der entspricht in der Größe und in der Form ungefähr dem Rekordkuchen, den wir. Der normale deutsche, ja, ganz normale Topfkuchen ist das. Ich habe mit dem kleineren angefangen, aber es hat sich dann. Ich muss jetzt nur eins sagen hier für unsere, das suppt etwas. Da ja, es ist warm geworden hier drin. Das ist also ein Originalkuchen. Ja. Und also hier oben ist absolut nichts dran. Und hier unten, sehen Sie, ist auch nichts dran. Es ist also keine Mulde und keine Vertiefung und kein Hilfsmittel. Es wird einfach so draufgesetzt und damit. Gott, das will, das wäre noch nie passiert. Immerhin, jetzt sind weitere Verwechslungen ausgeschlossen. Das war's dann wieder heute. Und zur Sicherheit bringt Kurt Felix noch eine zweite Torte. Hallo. Lieber Kardal, der Gast hier war nicht echt. War nicht echt. Er hat auch keinen Rekord, sondern er ist einer meiner Mitarbeiter der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Vielleicht kann man das, dieses Peinliche mal wieder wettmachen, indem Sie mir Ihre Frau, das ist doch die Paola, ja, ja, 3 bis 8 Wochen zukommen lassen. Ich kenne Sie, ich schätze Sie sehr, ich schätze Sie wirklich sehr. Ja, im Gegensatz zu mir wahrscheinlich, nach der Übung jetzt, glaube ich. Wir sehen uns hoffentlich gemeinsam dann am Samstagabend in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Wir haben das alles aufgezeichnet. Er hat keine der Rekorde. Aber ich muss sagen, herrlich ist das gelaufen. Und lieber Karl, also hoffentlich sind Sie uns. Das macht nichts. Zu Ausländern bin ich immer nett.